das Projekt Stuttgart 21 vor allen Dingen, aber die gesamte Konzeption auch für Stuttgart-Ulm, hat begonnen Anfang der 90er Jahre. Stuttgart an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Die Stadt wächst weiterhin an Größe und Bedeutung. Und zwar über die Landesgrenzen hinaus. Eine verkehrstechnische Anbindung muss Schritt halten können. Oder besser, einen Zug voraus sein. Damals war allgemein Zustimmung und Begeisterung von wenigen abgesehen. Auch politisch, selbst die Grünen haben damals für die Neubaustrecke in der Relation gestimmt, die sich nachher ja als Gegner herausgestellt haben. Was ich nie ganz begriffen habe, denn ein Bahnprojekt, das so viel Verbesserung für die Eisenbahn und damit auch Einfluss auf den Motor Split bringt. Und das siedlungsferne Trassierung in Parallellage zur Autobahn umweltfreundlich bringt. Und das den Schienenverkehr in der Großstadt unter die Erde legt, ist eigentlich ein grünes Projekt. Die Europäische Gemeinschaft gibt bereits in den 80er Jahren des vergangenen Jahrtausends den Anstoß, die Neubaustrecke Mannheim-Stuttgart in Richtung München fortzuführen. Ziel ist ein einheitliches europäisches Eisenbahnsystem, das grenzübergreifend schnell und somit konkurrenzfähig sein soll. Die Bundesregierung stellt sich dieser Herausforderung. Der Bundesverkehrswegeplan 1985 enthält die Fortsetzung der Neubaustrecke Mannheim-Stuttgart in Richtung München. Stuttgart soll eingebunden werden in das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz. Für die Einbindung Stuttgarts in das Hochgeschwindigkeitsnetz Richtung München sieht die Planung einen Ausbau und teilweisen Neubau der Strecke Plochingen-Günzburg vor. Aus Sicht von Professor Gerhard Heimerl eine Fehlplanung. Ich habe damals schon im wissenschaftlichen Beirat, als wir darüber vor der Veröffentlichung des Bundesverkehrswegeplans diskutiert haben, gesagt, das ist zu kurz gesprungen. Die Weiterführung der Neubaustrecke kann nicht in Plochingen beginnen. Dazwischen liegen 30 Kilometer in einem dicht besiedelten, sensiblen Gebiet mit einem Kopfbahnhof, dessen Leistungsgrenze absehbar ist. Die Weiterführung der Neubaustrecke muss dort ansetzen in der Planung. Ob man es in der Realisierung dann so macht, gleich oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Planung muss dort ansetzen, wo die Neubaustrecke endet, nämlich in Kornwestheim. Und nicht in Plochingen. Und genauso steht Günzburg in Frage, denn die Frage lautet ja nicht, wie komme ich von Plochingen nach Günzburg? Ich will von Stuttgart nach Ulm und nach München. Ob das über Plochingen geht und ob das über Günzburg geht, ist völlig irrelevant. Dies war der Anstoß meiner Opposition an der damaligen Planung. Das war der Anfang, wenn Sie so wollen, auch dann für Stuttgart-Ulm. 1988 veröffentlicht Heimerl eine Denkschrift mit eigenen Überlegungen der Einbindung Stuttgarts in die Schnellbahnverbindung Mannheim-München. Seine Planung setzt am Ende der Schnellbahnstrecke aus Richtung Mannheim an, in Kornwestheim. Von dort aus führt seine Trasse über einen Tunnel direkt ins Stuttgarter Zentrum und erquert dort mit vier Gleisen den bestehenden Kopfbahnhof, führt hinauf auf die Filder und erreicht bei Hohenheim die Autobahn A8. Die Strecke führt weitgehend parallel zur Autobahn in Richtung Ulm und dann durch einen Tunnel hinab zum Ulmer Hauptbahnhof. Heimerl befürchtet, dass die Hochgeschwindigkeitsstrecke Mannheim-München am Stuttgarter Hauptbahnhof vorbeiführen könnte, mit einem Ausbau der Güterzuglinie zwischen Kornwestheim und Plochingen auch für Schnellbahnen. Eine Station könnte dann etwa in Untertürkheim entstehen, vielleicht auch in Bad Cannstatt. Der Stuttgarter Hauptbahnhof und die Innenstadt jedoch wären so vom Hochgeschwindigkeitsnetz abgekoppelt. Das will Heimerl unbedingt verhindern. Im Extremfall ein Haltepunkt an zwei oder höchstens vier Gleisen der Neubaustrecke wie eine S-Bahn-Station, das ist Stuttgart. Das kann es doch nicht sein. Heimerl will die Knotenfunktion des Stuttgarter Hauptbahnhofs erhalten. Alle Strecken des Fern- und des Regionalverkehrs führen hierhin. Sowohl das S-Bahn-Netz als auch die Stadtbahnlinien sind auf den Hauptbahnhof konzentriert.
Mit diesen Argumenten setzt sich Heimerl schließlich durch. Geplant wird jetzt eine Verlängerung der Neubaustrecke Mannheim-Kornwestheim direkt zu einer Schnellbahnstation, die unter dem Kopfbahnhof liegen soll. Dieser bleibt bei Heimerls ersten Überlegungen erhalten. Also hat sich bestätigt, was ich von vornherein wollte. Der Bahnhof muss dort sein, wo der Hauptbahnhof heute ist, mitten in der Stadt. Die Planer der Bahn übernehmen zunächst das Konzept für Heimerls Tiefbahnhof. Sie führen die Trasse dann jedoch nicht fort in Richtung Autobahn und dann nach Ulm, sondern durch einen Tunnel Richtung Untertürkheim und nach Plochingen. Von dort soll eine für den Hochgeschwindigkeitsverkehr ausgebaute Strecke durch das Vilstal Richtung Ulm führen. Nach ihrem Planer Kritian wird diese Variante als K-Trasse bezeichnet, jene von Heimerl entsprechend als H-Trasse. Die Vergleichsrechnung spricht eindeutig für Heimerl. Die K-Trasse ist rund 1 Milliarde D-Mark, etwa 500 Millionen Euro teurer. Zudem wäre der Ausbau für Schnellbahnen im teilweise dicht bebauten Vilstal mit großen Problemen verbunden. Um die Trasse für den Hochgeschwindigkeitsverkehr tauglich zu machen, müssten allein im Vilstal an die 120 Häuser abgerissen werden, mahnt Heimerl. Am 2. Juli 1990 spricht sich der Vorstand der Deutschen Bundesbahn in einem Beschluss eindeutig für die Heimerl-Trasse aus. Diese Variante bedeutet unter Fahrung von Stuttgart und Ulm, Möglichkeit der Anbindung an den Stuttgarter Flughafen und ist gegenüber der Vilstal-Variante die kürzere sowie schnellere Verbindung. Genauso eindeutig positioniert sich der Stuttgarter Gemeinderat mit einer Resolution im September 1991. Nur Heimerls Lösung sei zukunftsgerecht. Im Juli 1992 schließlich nimmt die Bundesregierung den Aus- und Neubau der Strecke Stuttgart-Ulm-Augsburg in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans auf. Allerdings ohne Entscheidung zwischen H- und K-Trasse. Das ruft die Landesregierung auf den Plan. Das Kabinett spricht sich am 15. September 1992 für die autobahnnahe H-Trasse aus und fordert die Anbindung des Stuttgarter Flughafens sowohl über den künftigen Tiefbahnhof als auch über die Gäubahn sowie auch über die Wendlinger Kurve. Das entsprach durchaus auch den Vorgaben des Bundesverkehrswegeplans oder sagen wir besser vielleicht den Zielvorstellungen des Bundesverkehrswegeplans, der damals schon besagte, dass eine Verknüpfung der Verkehrsträger auch mit bei Neubauten berücksichtigt werden sollte, also Luftverkehr und Bahnverkehr. Und wenn man den Flughafen, Bahnhof auch noch als Drehscheibe anschauen zum Nahverkehr und die unmittelbar gute Anbindung an die Autobahn und an die B27 nach Tübingen, ist dies natürlich ein Beispiel dafür, wie man Verkehrsträger miteinander sinnvoll verknüpfen kann. Die Bahn plant zwar auf der Grundlage von Heimerls Idee, hält sich jedoch offen, wie genau sie den Bahnknoten Stuttgart gestalten will. Plötzlich gerät ein möglicher ICE-Halt am Rande des Rosensteinparks ins Blickfeld der Planer. Und das eröffnet völlig neue Perspektiven. Das war ein entscheidender Punkt für die weiteren Überlegungen, die letztendlich dann zu Stuttgart 21 geführt haben. Für einen Bahnhof am Rosensteinpark fehlt jegliche Bahnanbindung. Keine S-Bahn, keine Stadtbahn führt dorthin. Und dennoch hat diese Idee tiefgreifende Folgen. Auf einmal weitet sich der Blick auf eine bis dato ungeahnte städtebauliche Dimension. Was, wenn es möglich wäre, alle Funktionen des Hauptbahnhofs unter die Erde zu legen? Wenn es möglich wäre, rund 100 Hektar Gleisfläche frei zu bekommen für die Entwicklung der Stadt in bester Lage? Aus dieser Überlegung blieb aber dann die Idee, ja, wenn man den Rosensteinbahnhof bauen würde, würden wir ja eine Riesenfläche freikriegen, die heute mit Gleisen belegt ist, also den Schrott insgesamt abräumen und diese Flächen städtebaulichen Nutzungen zuzuführen, müsste möglich sein, vielleicht auch ohne, dass man den Rosensteinbahnhof baut. Und daraus kam dann der Auftrag für die sogenannte Machbarkeitsstudie.
Am 18. April 1994 präsentieren Oberbürgermeister Manfred Rommel, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG Heinz Dürr, Ministerpräsident Erwin Teufel, Bundesverkehrsminister Matthias Wissmann und Landesverkehrsminister Hermann Schaufler auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz eine Ideenskizze. Ein unterirdischer Durchgangsbahnhof mit 8 Gleisen soll den Kopfbahnhof ersetzen. Das Projekt bekommt den Namen Stuttgart 21. Die 21 steht dabei für das Konzept für einen modernen Bahnhof des 21. Jahrhunderts. In einer Machbarkeitsstudie sollen alle technischen, verkehrlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Fragen des Projekts Stuttgart 21 untersucht werden. Professor Heimerl bekommt als Leiter des Verkehrswissenschaftlichen Instituts an der Universität Stuttgart den Auftrag, insbesondere die verkehrlichen Aspekte vertieft zu betrachten. Und das war der erste Teil überhaupt, wo wir auch mit dem Verkehrswissenschaftlichen Institut im Auftrag der Bahn etwas bearbeitet haben. Wir haben nämlich die Wirtschaftlichkeit bzw. die gesamtwirtschaftliche Rechnung für diesen Vergleich durchgeführt und für die Maßnahmen, die gebaut werden sollten. Und alles andere vorher haben meine Mitarbeiter und ich aus Spaß an der Freude als Eigenleistung übers Wochenende oder am Abend oder wie auch immer durchgeführt. Es hat sich herausgestellt bei den Nutzen-Kosten-Betrachtungen auch, dass eindeutig die Lösung mit dem kompletten tiefliegenden Bahnhof die beste der Alternativen war. Am 7. November 1995 unterzeichnen die Bundesrepublik Deutschland, das Land Baden-Württemberg, der Verband Region Stuttgart, die Landeshauptstadt Stuttgart und die Deutsche Bahn AG eine Rahmenvereinbarung zu Stuttgart 21. Zeitgleich formiert sich der Widerstand gegen das Vorhaben. Projektgegner werfen alternative Ideenskizzen in die Debatte, von denen eine später in das Konzept Kopfbahnhof 21 mündet. Der Hochgeschwindigkeitsverkehr soll auf 2 zusätzliche ICE-Gleisen aus dem Kopfbahnhof über Bad Cannstatt und Untertürkheim Richtung Esslingen-Mettingen geführt werden und schließlich bei Denkendorf auf die von Heimerl geplante Trasse Richtung Ulm entlang der Autobahn A8 treffen. Zusammen mit der S-Bahn bedeutet dieser Vorschlag einen 6-gleisigen Ausbau im Neckartal. Doch dort, in teils dicht besiedeltem Gebiet, neue Fläche für Gleise zu opfern, ist für Heimerl keine Option. Vor allen Dingen im Bereich Obertürkheim und Mettingen dann hätte man aufgestellt eine Brücke über das ganze Daimler-Gelände bauen müssen, über die Hochgeschwindigkeitszüge dann in Richtung Denkendorf fahren oder eben von Denkendorf kommend in Richtung Stuttgart fahren. Zudem ist der Verkehrswissenschaftler davon überzeugt, dass ein moderner Durchgangsbahnhof weitaus leistungsfähiger ist als der Kopfbahnhof mit vielen Kreuzungskonflikten im Gleisvorfeld. Damit ist, meine ich, die Entscheidung zurechtgefallen, dass man sich für Stuttgart 21 als Durchgangsbahnhof in der jetzigen Form entschieden hat. Wichtig für die zeitliche Entwicklung war sicherlich, dass man in der Mitte der 90er Jahre, als man eigentlich einig war, was geschehen soll, nicht einen verbindlichen Vertrag abgeschlossen hat. Das blieb bei Absichtserklärungen. Jeder hat gemeint, selbstverständlich, der andere steht da genauso dazu wie ich. Der Bund, das Land, die Bahn und die sonstigen Partner, die am Rande noch mit beteiligt waren, vor allen Dingen auch die Stadt. Leider blieb das nicht immer so. Und man hatte keine konkreten Vereinbarungen, die alle gebunden hätten. Im November 1997 entscheidet eine mit fachkundigen Experten und hochrangigen Vertretern von Stadt, Land und Bahn besetzte 32-köpfige Jury, wie der künftige Durchgangsbahnhof aussehen soll. Unter 126 Bewerbern setzt sich der Entwurf des Düsseldorfer Architekten Christoph Ingenhofen durch. Die Entscheidung der Jury in Stuttgart fällt einstimmig. Doch in Berlin ändern sich die politischen Vorzeichen. 1998 endet die Ära von Bundeskanzler Helmut Kohl. Eine rot-grüne Regierung unter Kanzler Gerhard Schröder kommt an die Macht.
Bereits zuvor hat Johannes Ludewig den Schwaben Heinz Dürr an der Spitze der Deutschen Bahn AG abgelöst. Alle Großprojekte kommen auf den Prüfstand. Ludewig stoppt die Planung für Stuttgart 21. Da wurde Stuttgart 21 oder die Projektgruppe Stuttgart-Ulm zurückgefahren von meines Wissens über 100, 120 Mitarbeitern auf 12. Und die anderen, die weggingen, die haben das Know-how, das sie sich in 5 Jahren erarbeitet hatten, mitgenommen, nicht zurückgelassen. Und die hat man auch nicht mehr wieder bekommen. 6-mal vertagt der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG in den Jahren 1999 und 2000 eine Entscheidung für Stuttgart 21. Doch der neue Vorstandsvorsitzende Hartmut Medorn ist offen für Verhandlungen. Schließlich verpflichtet sich das Land Baden-Württemberg im Juli 2001, zuwendungsfähige Kosten für die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm sowie den Bundesanteil für Stuttgart 21 vorzufinanzieren. Zudem sichert sich die Landeshauptstadt Stuttgart die Gleisflächen vor dem Kopfbahnhof für eine spätere Nutzung und überweist der Bahn Ende 2001 830 Millionen D-Mark, rund 424 Millionen Euro. Also man hat dann um die Jahrtausendwende mehr oder weniger wieder bei Null begonnen, anknüpfend an das, was die anderen zwar schon gemacht hatten, aber die Detailkenntnisse waren nicht mehr da. Die Verzögerungen kamen dann durch die vielen Alternativvorschläge, die alle geprüft werden sollten und die mehr oder weniger ernst genommen werden mussten. Da waren auch Ernstzunehmende durchaus dabei, aber der Disput, der politische Disput, der sehr emotional geführt worden ist, hat eine sachliche Diskussion zumindest im politischen Raum fast nicht mehr ermöglicht. Man hat überall gesucht, wo man noch Stöcke finden kann, die man dem Rat in die Speichen schieben könnte. Und dadurch sind viele Verzögerungen eingetreten, auch dann, als man wieder begonnen hat, mit dem Projekt weiterzuarbeiten. Im Übrigen ist das auch der Spiegel der Kostensteigerungen, mehr oder weniger. Nicht allein sicherlich, aber mit diesen Verzögerungen sind auch die Kosten gestiegen. Was auch eingetreten ist natürlich, dass in etlichen Bereichen die technischen Vorschriften verschärft worden sind. Ein Beispiel dafür sind die ständig erhöhten Sicherheitsbestimmungen für den Brandschutz. Nicht nur für den künftigen Durchgangsbahnhof werden die Auflagen immer strenger. Es gibt Vorgaben für nur noch eingleisige Tunnelröhren. So müssen rund 120 Kilometer Tunnel für Stuttgart 21 und die Neubaustrecke gegraben werden. Und ursprünglich muss alle 1000 Meter ein Querschlag als Fluchtweg gebaut werden, dann jedoch alle 500 Meter. Das bedeutet eine Verdoppelung der Kosten für diese Fluchtwege. Doch nicht nur neue Vorschriften für die Entrauchung, den Erdbau und die Signaltechnik sorgen für Umplanungen und Verzögerungen. Auch die Verschärfung der Gesetze und Bestimmungen für den Artenschutz verteuern das Projekt. Die Kostensteigerung ist natürlich für ein Bauprojekt, das über ein Jahrzehnt läuft, ein immer vorhandenes Problem. Denn diejenigen, die kalkulieren, auch wenn sie noch so sachkundig sind, können keine Hellseher sein, wie sich die Marktpreise entwickeln. Das gilt für Baumaterial, das gilt für Lohnkosten. Auch ein hoher Anteil an Lohnkosten steckt ja in den Preisen drin, in den Baupreisen. Und wenn wir heute also für ein Projekt, das in 20 Jahren in Betrieb gehen soll, oder in 10 Jahren schon, genau sagen sollen, wie viel das am Ende kostet, dann muss das ein Hellseher sein. Und solche kenne ich nicht. Am 2. April 2009 schließen die Projektpartner den Finanzierungsvertrag für Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Am 2. Februar 2010 beginnen offiziell die Bauarbeiten. Doch mit dem Abriss des Nordflügels des Bonatzbaus wächst der Protest gegen das Projekt und eskaliert mit dem Wasserwerfereinsatz der Polizei gegen Demonstranten im Schlossgarten am 30. September 2010. Vor der Schlichtung zwischen den Betreibern des Projekts und Projektgegnern im Oktober und November 2010 macht Schlichter Heiner Geißler einen Baustopp zur Bedingung.
Ein Ergebnis der Schlichtung ist, dass die Deutsche Bahn die Leistungsfähigkeit des künftigen Durchgangsbahnhofs in einem Stresstest nachweisen muss. Die verkehrswissenschaftliche Untersuchung erstreckt sich über Monate. Unabhängige Gutachter bestätigen das Ergebnis. Heimals Durchgangsbahnhof kann wie gefordert 49 Züge in der morgendlichen Spitzenstunde bewältigen. Doch wieder ist viel Zeit ins Land gegangen. Letzte Klarheit für die Realisierung des Projekts bringt schließlich erst die Volksabstimmung zu Stuttgart 21 am 27. November 2011. 58,9% sind dagegen, dass das Land aus der Finanzierung von Stuttgart 21 aussteigt. Und diese Bauverzögerungen waren nicht nur ein paar Tage oder ein paar Wochen, sie waren halbe Jahre und Jahre. Und dies alles trägt natürlich zu den Kostensteigerungen bei. Die Bedeutung von Investitionen in die Infrastruktur ist für eine blühende Wirtschaft eine zwingende Notwendigkeit. Nur wenn wir stetig unsere Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur wie die anderen Infrastrukturen auch, auf neuestem Stand halten und sie nicht herunterwirtschaften und auch Neuerungen entsprechend einführen, nur dann hat eine Volkswirtschaft langfristig die Chance, wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt zu bleiben. Und es ist für unsere exportorientierte Wirtschaft in Baden-Württemberg natürlich von ganz besonderer Bedeutung. Infolgedessen ist eine gute Verkehrsanbindung auf allen Verkehrswegen für die Industrie dieses Landes ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das hat die Landesregierung seit Jahrzehnten schon immer richtig erkannt und hat auch entsprechend Investitionen getätigt, veranlasst oder unterstützt. Und so sehe ich auch das Projekt Stuttgart 21, so sehe ich auch das Projekt der Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm in seiner Weiterführung auch in Richtung München und Salzburg und Wien und in westliche Richtung genauso nach Paris oder über Köln und das Ruhrgebiet nach Holland und nach Belgien und nach Großbritannien. Im Prinzip ist Stuttgart 21 heute sehr viel mehr, als ich ursprünglich wollte, aber alles, was ich wollte, ist eigentlich drin. Die Zukunft im Blick haben, das hat für Heimerl größte Bedeutung. Deshalb betont er, wie wichtig es ist, dass bei Stuttgart 21 Erweiterungsmöglichkeiten bereits berücksichtigt sind. Die P-Option. Das P steht für Prag. Der bestehende Prag-Tunnel eröffnet die Möglichkeit für eine Verbindung der Gleise aus Richtung Feuerbach mit jenen aus Richtung Bad Cannstatt. Die Anschlussbereiche im Tunnel Bad Cannstatt sind bereits mitgebaut. Stuttgart 21 ließe sich so ohne längere Betriebsunterbrechung erweitern. Die T-Spange. Eine Option für eine direkte S-Bahn-Verbindung zwischen Feuerbach und Bad Cannstatt. Auch hier werden die möglichen Anschlüsse beim Bau von Stuttgart 21 bereits berücksichtigt. Die große Wendlinger Kurve. Sie ermöglicht als Ergänzung der kleinen Wendlinger Kurve mehr Züge auf der Strecke zwischen Flughafen und Reutlingen-Tübingen. Diese Option wird bereits Realität. Ein treffliches Beispiel für das Credo des Verkehrswissenschaftlers. Man sollte zumindest nichts verbauen. Und die Möglichkeiten in der Zukunft, etwas nachzurüsten, zu ergänzen, wenn die Nachfrage mehr erfordert, das ist mir immer ein Anliegen gewesen bei allen meinen Planungen. Und ich habe auch versucht, meinen Studenten das mitzugeben, dass man über den aktuellen Planungshorizont ein Stück hinausschauen sollte, was denn später vielleicht noch kommen könnte und was man später noch realisieren könnte, ohne dass man heute durch die Baumaßnahme die Möglichkeit überhaupt verbaut, sodass es dann ein Mehrfaches teurer wird, als wenn man kleinste Ansätze für die spätere Weiterentwicklung offen hält. Professor Gerhard Heimerl, Verkehrswissenschaftler, kritischer Geist, Visionär. Der geistige Vater von Stuttgart 21? Als Schöpfer von dem Ganzen möchte ich mich nicht bezeichnen. Die
Gut, die Trasse entlang der Autobahn von Stuttgart nach Ulm, das ist mein Kind, okay. Aber was aus Stuttgart 21 dann dazu geworden ist, ist viel mehr, als ich ursprünglich wollte. Und insofern bin ich vielleicht derjenige, der den Anstoß dazu gab. Aber an Stuttgart 21, an der Gesamtneuordnung des Knoten Stuttgart, haben etliche andere auch mitgewirkt und auch entsprechende Verdienste sich dafür erworben.